Wir stehen kurz davor, Pokémon Champion zu werden. Uns fehlt nur noch ein finaler Kampf gegen Sven, unseren Rivalen. Ich würde sagen, ich heile mir noch kurz mein Garados voll. Und dann könnten wir auch schon loslegen. Und das tun wir dann auch, wenn ich die Top-Genesung auf mein Garados gehauen habe. So, und dann geht's auch schon los. Wir wollen den Champ der Pokémon-Liga stürzen. Hallo! Auf diesen Moment warte ich schon lange, Maru. Ich brauche einen starken Gegner, um mich in Form zu halten. Während ich meinen Pokédex aktualisiert habe, ich nur die stärksten Pokémon ausgewählt. Aber nicht nur das. Ich habe Teams aufgebaut, alle Pokémon besiegen zu können. Und nun bin ich Champ der Pokémon-Liga. Maru, weißt du, was das bedeutet? Ich werde es dir sagen. Ich bin der mächtigste Trainer der Welt. Muhahaha. Naja. Unser Rivale weiß wohl nicht, dass wir stärker sind wie er. Aber er wird es bald rausfinden. Er setzt einen Tauboss ein. Donnerblitz. Und das müsste für ihn auch schon der sichere Tod sein eigentlich. Hoffe ich doch mal. Ha, nein, er überlebt das. Das hätte ich nicht gedacht. Er setzt eine Top-Genesung ein. Das gefällt mir natürlich nicht. Und Slam, komm. Er wird zurückgerufen. Was soll denn das? Das ist mir klar, dass es nicht sehr effektiv ist. Und da wechsle ich natürlich dann auch mein Pokémon. Wird das jetzt immer so ein Katz-und-Maus-Spiel, oder? Ja, Erdbeben hat leider keine Wirkung auf mich. So, sein erstes Pokémon wäre besiegt. Bleiben nur noch 5 weitere. Als nächstes wird er wieder Tauboss einsetzen. Da wechsle ich diesmal nicht. Das hat eh nur noch so wenig Life, dass es eigentlich ein Biss ausreichen müsste. Ja, tut es auch. Und als nächstes kommt ein Simsala. Da wechsle ich das Pokémon. Und zwar wechsle ich dazu Schmusi. Schmusi ist wohl das wertvollste Pokémon in meinem Team. Er hat wirklich 75% der Trainer in der bei den Top 4 hat wohl er besiegt. Oder hat mein Schmusi besiegt. Also er ist echt ein sehr wertvolles Pokémon für mich. So, wahrscheinlich setzt er wieder ja eine Top-Genesung ein, das war mir wieder so klar. Spukball, Schmusi! Mach ihn nieder! Bitte ein Volltreffer? Natürlich nicht. Aber dann hau ich halt nochmal einen drauf. Diesmal reicht es, um Simsala zu besiegen. Also ihr seht auch hier, der Rivale zum Schluss ist eigentlich auch kein Problem. Ich habe mein Team wirklich sehr gut ausgewählt und klar, es war das letzte Level, jetzt die auf Level 60 zu bringen, ein bisschen eklig. Aber ich meine, ich habe ja eigentlich seit dem zweiten Ort nicht mehr gelevelt. Also von dem her, hätte ich zwischendrin immer mal wieder gelevelt, dann wäre es auch anders gelaufen. Er setzt das Arcani ein. Auch ein sehr gutes Pokémon, wie ich finde.
Mich wundert das echt, ey. Normalerweise trifft die Hydropumpe doch nie so oft. Ey, bei mir trifft die fast immer. Surfer! Und was setzt er jetzt ein? Das Krokoweil. Nein, da gebe ich mal mein 3D eine Chance. Und setze Flammenwurf ein. Hoffe natürlich, dass das ausreicht. Ja, das tut es. Locker und leicht. Und jetzt hat er als letztes noch sein Turtok. Und das müsste, glaube ich, auf Level 65 sein. Aber auch das kriege ich down. Achso, das ist ja gar nicht so hoch. Ich dachte, das wäre auf 65. 63, da habe ich ja eigentlich gar keine Probleme damit. Regentanz. Warum hat er jetzt Regentanz gemacht? Das verstehe ich nicht. Naja, ich werde mal großschnäuzig sagen, das war's. Genau. Spieler besiegt Champ Sven. Nein, das kann nicht wahr sein. Meine besten Pokémon sind geschlagen. Mein Siegeszug ist schon vorbei. Nach all den Anstrengungen, Liga-Champion zu werden. Das ist nicht fair. Halt die Schnauze hin, wie das fair ist. Ich habe doch meine Pokémon sehr sorgfältig aufgezogen. Verdammt, du bist der neue Champ der Pokémon-Liga. Aber ich gönne dir das nicht. Maru! Du hast also gewonnen, Glückwunsch. Du bist der neue Champ der Pokémon-Liga. Du hast viel dazugelernt, seit du dich mit Lumanda auf den Weg gemacht hast. Du bist schon viel erfahrener. Sven, du hast mich sehr enttäuscht. Als ich hörte, du hättest die Top 4 besiegt, kam ich hierher. Doch als ich ankam, warst du der Verlierer. Sven, weißt du, warum du verloren hast? Weil du ein Arschloch bist. Du hättest viel besser trainieren können, du Schlappschwanz. Maru, du hast begriffen, dass dein Sieg nicht allein dein Verdienst war. Deine Beziehung zu den Pokémon ist vorbildlich. Maru, folge mir. Das hier ist die Pokémon-Ruhmeshalle. Alle Champions der Pokémon-Liga werden hier für ihre Heldentat ausgezeichnet. Zusätzlich werden alle ihre Pokémon geehrt. Du hast hart gekämpft, Herausforderung der Pokémon-Liga bestanden. Du wirst gemeinsam mit deinen Pokémon in der Ruhmeshalle verewigt. Speichervorganggerät nicht ausschalten. Murphy, Raichu. Elmo, Garados. Schmusi, Rosana. 3D, Glurak. Opfer 4, Kleinstein. Opfer 3, Taubsi. Willkommen in der Ruhmeshalle. Maru, Champ der Pokémon-Liga. Herzlichen Glückwunsch. Jo, und das ist das Intro. So muss das sein, natürlich. Das Outro, sorry. Zum Glück besitze ich die Spultaste bei dieser Runde. Pokémon Feuerrote Edition. Credits. Director Junichi Masuda. Oh, das kann doch keiner aussprechen. Ja gut, ich spule das mal alles hier vor, ne?
Damit wären wir fast durch mit dem Let's Play. Wir haben noch ein bisschen was zu erkunden und dann müssen wir die Top 4 nochmal durchmachen. Das sehen wir dann natürlich weiter. Ich werde das Let's Play hier noch nicht beenden. Ja. Ich lasse das jetzt hier so noch durchlaufen. Was, das zieht sich ja ganz schön trotz Spultaste. Aber ihr könnt ja trotzdem die mal Namen alle lesen, hä? Ich kann es auch so durchlaufen lassen. Naja, komm, wir machen das schon schneller. So, Ende, das war's. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann, erkunden wir noch ein paar Sachen, die wir vorher noch nicht erkundet haben. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute.